I'm coming home. Willkommen im Sky Kitchen hier im Vienna Haus Andels Berlin. Heute eine Web-Talkshow. Eine Frau mit einer wahnsinnig wichtigen Mission. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Natascha Ochsenknecht. Ich finde das fantastisch, was du gerade machst. Für die, die es nicht mitbekommen haben, was ist gerade das, was auf deiner Flagge steht? Ich habe eine Petition gestartet gegen Kindesmissbrauch und Gesetzesänderungen. Ja, und da geht es richtig zur Sache. Die Zahlen steigen jeden Tag und ich habe natürlich viele Nachrichten dann bekommen. Viele traurige Nachrichten, viele akute Nachrichten von Fällen. Und ja, da bin ich jetzt trotz meinen anderen Sachen, die ich auch noch mache, gerade sehr beschäftigt. Aber es freut mich, dass viele mich da unterstützen. Ich habe auch unterschrieben und ich hoffe, ihr habt auch unterschrieben oder macht es spätestens jetzt. Es ist ein todtrauriger Anlass, warum du dir das eben zur Brust, zu Herz genommen hast, das zu machen. Ja, genau. Ist es mittlerweile leichter, darüber zu sprechen, oder ist es jedes Mal eine Katastrophe? Nee, das ist schon seit Jahren ist es leichter geworden. Ja. Das ist so die Zeit natürlich. Als betroffene Mutter brauchst du erstmal die ersten Jahre, um das selber zu verdauen, um auch dementsprechend dann mit deinen Kindern umzugehen. Und ja, das braucht halt seine Zeit. Und früher war das ja noch nicht so, dass man sagte, hey, ich starte jetzt eine Petition oder da hat man ja Charity so im Hintergrund gemacht und dann wurde das ja immer größer. Aber das war für mich noch alles zu früh. Ich wollte tatsächlich erst warten, bis ich so das Go von meinem Sohn bekommen habe. Eigentlich wollte ich letztes Jahr schon starten, da hat Wilson auch ein Interview gegeben. Dann war ich aber sehr krank, musste operiert werden, dachte ich mir, nee, geht auch nicht. Ich muss ja irgendwie fit sein. Jetzt wollte ich starten, dann kam Corona. Ja, und jetzt habe ich gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll nach Münster, jetzt geht es dann mal richtig los. Genau, es geht um Wilson. Das ganze Team damals war ein Jahr zusammen unterwegs, eine große Filmproduktion, eine Serie, eine deutsch-amerikanische. Und ja, da waren halt teilweise Lebensgefährten oder Menschen dabei, die halt zum Team gehörten, wie zum Beispiel ich als Frau mit den beiden Kindern. Und der Produzent von der Serie hatte halt einen Lebensgefährte. Ja, und da waren wir halt zusammen unterwegs, alle zusammen. Ne? Also ich habe gekocht oder wir haben in Hotels zusammen gewohnt, man hat sich getroffen. Dann habe ich was gekocht, andere sind zum Essen gekommen. Und dann habe ich was vergessen und dann habe ich gesagt, kannst du mal kurz auf die Kinder aufpassen, wie das im täglichen Leben passiert. Und da ist eben halt auch was dann vorgefallen. Und ich habe aber dann ein paar Monate später in Amerika, in Los Angeles, wo die Kinder dann aber schon wieder in München waren, waren wir da kurzfristig nochmal für 2 Wochen und habe ich dann festgestellt, also irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Und habe den Verdacht auch ausgesprochen, was er gar nicht toll fand. Und du hast ihn direkt konfrontiert? Ich habe ihn damit konfrontiert, das fand er gar nicht lustig. Ist er auch richtig aggressiv geworden. Und für mich war natürlich klar, der wird also nie wieder auch auf meine Kinder mal 5 Minuten aufpassen, der wird auch gar nicht mehr mein Haus betreten. Ja. Ne? Und als ich zurückkam, habe ich dann natürlich mit Wilson gesprochen. Das ging dann ratzfatz, ja, und dann kam das alles raus. Krass. Warum hattest du diesen Urverdacht? Weißt du das noch? Dass du gedacht hast, da ist er immer stimmt mit ihm nicht? Ja, weil er immer wieder irgendwie so anfing, ja, ich fahre jetzt in die Mall. Sag ich, was machst du in der Mall? Ja, da stehen so süße Jungs und so. Und dann habe ich den halt mit anderen Augen gesehen und habe den beobachtet und habe dann auch seine Blicke gesehen. Und für mich war da klar, da haut was nicht hin. Ne? Und dann hast du ja die Situation selbst in die Hand genommen. Genau, ich habe anonym Anzeige erstattet, weil er ja noch in Amerika war. Wir waren mittlerweile wieder in Deutschland. Und ich natürlich auch Angst hatte wegen Fluchtgefahr. Und die Polizei war super zu uns. Allerdings hatte ich dann eine Freundin gebeten bei der Polizei, die soll mal in den Computer gucken, weil ich traue dem Frieden nicht, irgendwas stimmt nicht. Und da war gar nichts, als wenn dieser Mensch gar nicht existiert. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und meine Freundin meinte auch, also über jeden steht irgendwas. Ne? Also sei es ein Bußgeld, Bescheid oder irgendwas steht da immer mal. Und dann habe ich halt selber recherchiert, ja. Selber recherchiert ist eine schöne Umformulierung für, du bist in die Wohnung reingekommen. Richtig. Und hast ein bisschen was entdeckt, was dich wahrscheinlich fassungslos gemacht hat. Es hat mich fassungslos gemacht, es ging mir auch richtig schlecht und ist natürlich auch nicht zur Nachahmung geeignet. Das sollte keiner tun, weil natürlich auch die Angst im Nacken sitzt, er könnte ja mal früher zurückkommen. Und ich weiß nicht, was dann passiert wäre mit mir. Ja, ich habe tatsächlich dann Unterlagen gefunden und da stand dann drin, dass er 11-mal vorbestraft war auf Bewährung. Und das war natürlich ein Riesenskandal. Ne? Und warum stand das nicht in der Akte? Also das war ja die Akte. Ich meine, bei der Polizei. Tja, warum haben sie es nicht gesagt? Ja. Weil sie natürlich wussten, die haben Scheiße gebaut. Ne? Jetzt ist natürlich München, Hamburg, das war ja dann in Hamburg.
Ist natürlich auch wieder mal ein Unterschied, aber letztendlich muss ja sowas bundesweit, muss das ja in den Akten stehen, ne? Oder im Computer sein. Und da stand halt nichts und dann habe ich das halt rausgefunden, bin damit zum Anwalt und habe gesagt, also hier so und so sieht es aus. Wenn ich nicht innerhalb einer Stunde einen Haftbefehl habe, gebe ich das an die Presse raus. Das ist ein Riesenskandal. Und dann kam der Haftbefehl. Krass. Ja. War das erlösend oder war das für dich nur der Anfang einer Reise? Erlösend war es noch nicht. Für mich war es erlösend, als er dann tatsächlich 2 Tage später am Flughafen Hamburg ankam und die Handschellen klickten und ich auch gesehen habe, er wird abgeführt. Das war die Erlösung. Warst du da? Ja, ich habe zugeguckt. Ich wollte 100%ig sicher gehen. Ja. Dass er auch wirklich im Flieger saß, dass er verhaftet wird. Und dass man einfach sicher sich irgendwie so fühlt. Ne? Ja. Fand er nicht so lustig. Freien Fuß, ne? Ja, ist ja schon wieder 25 Jahre her. Ne? Der kam dann auch, er hat zwar 3,5 Jahre bekommen und ein Jahr Bewährung noch obendrauf von den anderen Geschichten. Aber er wurde dann wegen guter Führung natürlich dann irgendwie so, glaube ich, nach 20 Monaten oder so entlassen. Im Freigang hat er sich wieder Kinder geschnappt. Das haben mir Haftinsassen dann auf Anrufbeantworter gesprochen, dass er auf geläutert macht. Und das war mir aber auch klar, dass er weitermachen wird. Ne? Sowas kann man ja nicht heilen. Du bist ja immer, wenn du diese Veranlagung hast, diese Neigung, diese, sagen wir mal, Krankheit, das wäre das Gleiche, wenn er einen Alkoholiker mit Alkohol einschließt. Der ist auch immer der Reiz da, oh mein Gott, nee, ich darf nicht und so. Ne? Und ja, Freifahrtscheine. Was hast du gefühlt, als hieß der da früher raus? Für mich war das eigentlich schon klar, aber natürlich kriegst du einen dicken Hals und denkst irgendwie ungerecht. Und das hört man ja auch immer wieder, ne? Dass man eben wieder Bewährungsstrafen gibt oder dass die frühzeitig aus der Haft entlassen werden. Und sie sitzen auch immer schön vor Gericht in ihrem weißen Hemdchen. Plötzlich tragen sie Brille und die Haare sind gescheitelt. Und vorher sind sie niemals rumgelaufen. Also das sind ja alles so, das ist ja wirklich eine Masche, um gut wegzukommen. Ne? Man gibt immer einen Teil eines Geständnisses ab, um Bewährung zu bekommen. Man präsentiert sich selber gerne als Missbrauchopfer und oh mein Gott, meine Kindheit war so hart und deshalb ist es passiert. Also da sitzen ja Schauspieler, ne? Aber 11 Mal. Ja. Das ich bin sozusagen Profiler geworden. Ich habe sie alle analysiert. Krass. Ja, meine schon Güte. Schlimm. Und es gab ein riesen Medienecho und ich habe dich ja plötzlich in allen Insta-Stories gesehen. Glücklicherweise, fast jeder hat gesagt, hier, check das ab, was Natascha macht. Da habe ich auch nie mit gerechnet. Ich habe wirklich gedacht, okay, ich starte das jetzt mal und dann haben meine Kinder gesagt, welche Zahlen willst du haben? Dann habe ich gedacht, ich bin happy, wenn schon mal 100 sind, ne? Mal gucken, so. Und dann auf einmal, ich habe das dann gepostet, ich so, ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab? Also das habe ich, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil mich so viele Leute unterstützt haben. Poldi, Lena Meyer-Landrut, alle, Christiane Paul, also Frau Meyer von nebenan, so viele Menschen. Und die Zahl rattert ja immer noch durch. Ja. Also wenn ich drauf gucke, dann denke ich so, ey, das gibt's doch gar nicht. Das rattert, hört nicht auf zu rattern, ne? Ja, ich glaube, du hast genau so einen Punkt getroffen, bei dem alle sagen, da muss doch jetzt endlich mal was passieren. Na, für mich war die Petition, ich mache das mit meiner Anwältin zusammen, die natürlich die juristische Sprache besser beherrscht und sich mit den Paragraphen auskennt wie ich. Ich möchte das verständlich machen mit dem, was ich tue, mit meiner Mission sozusagen. Und möchte natürlich, dass die Leute, die juristisch halt nicht so bewandert sind, dass die Petition verstehen. Und die Leute, die sagen, hell, die Ochsenknecht jetzt. Macht es auf dicke Hose, macht es auf Petition, hat gar keinen Plan. Denen fliegen dann die Paragraphen um die Ohren, ja. Krass, gibt es das bei dem Thema? Ja, sicherlich. Gibt es Spacken, die da irgendwie meinen, ich mache jetzt hier auf Promi-Bonus, auf wichtig, ich brauche Presse, ne? Ganz, das ist ja normal, ja. Das ist ja, glaube ich, auch nicht leicht für Wilson gewesen, dass du jetzt sagst, ich gehe damit all in raus. Nö, mit Wilson ist fein. Der hat ja auch ein Statement dazu gepostet, das durfte ich auf meine Seite packen. Mhm. Und für den ist das alles in Ordnung. Der hat sich damit vor 25 Jahren beschäftigt. Geht da sehr gut mit um, ist mein Held. Alle Kinder, die reden, sind für mich Helden. Und durch das, wenn sie natürlich sagen, das und das ist vorgefallen, wenn sie sich trauen und aufhören zu schämen, retten sie dadurch Kinder. Ne? Und bringen da tatsächlich Täter ins Gefängnis. Das muss man sich auch mal vor Augen halten, das, was die Kinder da tun, wenn sie sich öffnen, dass das wirklich wahnsinnig schwer fällt. Ne? Klar. Ich glaube, ich hatte das irgendwo gehört, mit 7 Psychologen oder Psychiatern müssen die Kinder sprechen? Müssen sie nicht. Das Problem ist einfach, dass die Eltern sich nicht auskennen. Und mein Sohn musste 2-mal mit Psychologen sprechen, weil ich eben immer schon Hobbydetektivin war. Ich habe überlegt, als ich so 16 war, ob ich nicht vielleicht sogar zur Kripo gehe. Das hat mich halt immer fasziniert. Ich habe viele Bücher darüber gelesen, wie was läuft und Dokumentationen gesehen. Deshalb kannte ich mich Gott sei Dank aus. Und ich habe sofort auch gesagt bei der ersten Anhörung, ich will, dass da eine Kamera steht, Aufzeichnung, fertig, aus. Psychologe, Aufzeichnung, fertig, aus. Und das war, glaube ich, 3-mal oder so. Also 2 oder 3-mal wurde angehört und alles wurde dokumentiert und dann war das auch in Ordnung. Aber wenn sich da jetzt jemand nicht auskennt und die sagen, ja, wir müssen das mal machen und das, naja, die lassen natürlich ihr Kind, schicken die hin und her, ne? Ist doch ganz klar.
Und es gibt ja auch das Worte in den Mund legen. Darf man auch nicht machen. Also man darf niemals sein Kind, wenn es irgendwie auf einen zukommt und sagt, Mama, ich muss mal mit dir reden, da ist das und das. Was hat er gemacht? Hat er das gemacht? Hat er das gemacht? Dann hat man schon ein Problem. Reden lassen. Keine Worte in den Mund legen, ja. Und wenn die Petition jetzt genug Leute gefunden hat, die das unterschreiben, was passiert dann? Ja, ich versuche natürlich, ich habe da so meinen Weg und will natürlich da in der Politik auch ein bisschen was erreichen. Ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt große Demo, eine Demo startet, gerade in Corona-Zeiten und da laut und aggressiv wird. Wir müssen jetzt. Ich mache das klein, leise, fein und werde alle auf den Laufenden halten, wie ich mir das vorstelle. Also ich warte auf ein paar Goes und dann werde ich das alles berichten. Krass. Ja. Ich bin extrem guter Dinge, dass du tatsächlich damit den Lauf in der deutschen Rechtsgeschichte verändern wirst. Ja, das würde mich natürlich sehr freuen. Natürlich gibt es auch andere Petitionen, die im Prinzip das Gleiche oder Ähnliches wollen oder ein Teil von meiner Petition, die seit Jahren dabei sind. Und ich finde es auch super, je mehr, je besser. Aber der eine, der geht halt, macht halt das und stellt sich vom Bundestag und ich mache halt andere Dinge. Ich denke, das ergänzt sich dann auch sehr gut. Es wäre jetzt, glaube ich, auch nicht so gut, wenn wir alle das Gleiche machen, weil man muss sich ja breit aufstellen in dem Bereich. Und von daher habe ich da schon meinen Plan auf jeden Fall. Sehr gut. Ich will Bundeskanzlerin werden. Spaß. Hallo ihr Lieben, jetzt wollte ich mich mal bei euch bedanken, dass ihr mich so zahlreich unterstützt, dass ihr liked, dass ihr unterschreibt, dass ihr postet, dass ihr kommentiert, dass ihr es möglich macht, dass die Petition so nach oben geschossen ist. Das hat mich echt so wahnsinnig überrascht, habe ich nie mitgerechnet, dass wir jetzt schon über 200.000 Menschen haben, die mich unterstützen und ich finde das großartig. Bitte macht weiter. Du kämpfst an dieser Front ganz hart, du hast aber auch selber im Leben immer wahnsinnig viel gekämpft, vor allem mit deiner Gesundheit. Ja. Teilweise gegen. Ja. Uah. Ja, das war auch nicht ohne. Also ich bin so ein Mensch, ne, wenn was vom Himmel fällt, dann fange ich das auf. Habe aber auch gelernt, damit umzugehen, weil ich kann halt gut fangen, ne? Und ja, ist so. Und der eine kann es halt nicht. Und irgendwann, klar, fragst du dich, warum ich immer. Aber letztendlich habe ich das dann auch für mich umgewandelt und gesagt, alles klar, du kannst halt damit umgehen. Es ist scheiße, aber es ist jetzt so. Ja, du hast eine geile Taktik entwickelt. Du hast gesagt, du weinst so 1, 2, 3 Tage für dich alleine und dann kann man jetzt eh nicht ändern. Genau, ich arbeite das ab mit meinem Ich und mit meinem Inneren und fühle mich dann scheiße und finde es zum Kotzen und denke mir, boah, ich habe so die Schnauze voll, schon wieder eine Operation und gehe dann auch mal 2 Tage in mein Bett und kotze mich so richtig aus und trinke eine Pizza, wollte ich sitze so, dann ist man schon trinkt da mal eine Pizza und Bist du da komplett allein oder wirst du auch mal gestört? Ich habe ja 3 Kinder zu Hause gehabt, da ist immer einer reingekommen, ist ja auch kein Problem. Die wissen dann auch, ey, die tobt sich jetzt mal aus. Ich bin aber ein ruhiger Mensch. Also man denkt ja, ich bin ein sehr lauter Mensch, ich bin ein ruhiger Mensch. Die wissen schon, wenn ich jetzt sage mal hier, ich gehe ins Bett. Ich komme übermorgen wieder. Nee, also dann ist so alles klar. Was willst du essen, Mama? Sollen wir dir was kochen oder so? Die kennen das schon. Ja, okay. Ist ja auch nicht oft. Es kommt vielleicht einmal im Jahr, wenn ich tatsächlich wieder irgendwie was habe. Ich habe ja jetzt nicht jedes Jahr ganz schlimme Sachen. Letztes Jahr war es im September, das ganze Jahr eigentlich. Aber dann wandle ich das um, weil ich habe keinen Bock auf Heulerei und jammern und gibt dann halt wieder Gas. Ja. Mit Blick auf deine Krankheitsgeschichte kann man fast sagen, du bist erprobt. Einer der härtesten Momente war, glaube ich, als du dein Nahtoderlebnis hattest. Ja, genau. Als ich die Geschichte mal gehört habe, war es also für mich ganz abgefahren. Es gab diesen wichtigen Mutmoment, den du gefunden hast. Ne? Ja, das war dieser Moment nach meiner zweiten Bauchoperation, wo ich mit der Krankenschwester schon abgemacht habe, bevor ich operiert wurde. Ey, es wäre gut, wenn ich ausschlafen kann, weil ich weiß natürlich, nach so einer großen Bauch-OP sind die Nächte einfach nicht gut. Ne? Also du kannst kaum schlafen und meistens ist es so, dass man sich die ganze Nacht irgendwie so, aua, und dann schläft man gegen morgen ein und dann hatte ich mit ihr die Abmachung, ich klingle, wenn ich Frühstück will und ich lasse mich um 6 rausschmeißt. Und ich habe aber geklingelt, weil ich gemerkt habe, ich ersticke und sie kam halt nicht, weil sie natürlich dachte, mein Frühstück kommt jetzt so. Hast du da öfter gedrückt? Oder? Ich habe die ganze Zeit gedrückt, bis ich irgendwie dann schon weggetreten war und dachte nur, alter Schwede, jetzt habe ich mal gerade Pech gehabt. Also ich hatte die Operation schon zweimal verschieben müssen, weil ich eine Erkältung hatte. Und anscheinend hat sich dann ein Pfropfen in meine Lunge gesetzt und der ist durch diese Narkose dann nach oben gewandert und saß mir dann da und ich frisch aufgeschnitten. Ich
konnte nicht husten, weil ich dachte irgendwie, ey, wenn ich jetzt huste, reißt mir der ganze Bauch auf. Und wenn du so einen Cut hast, überlegst du dir Husten mal sehr genau. Naja, auf jeden Fall kam sie nicht und ich lag dann da und habe dann irgendwie schon gemerkt, so, es wurde alles so leichter, mein Körper wurde irgendwie so schwebend. Und dann plötzlich ging auch die Tür und dann habe ich alles gesehen, wie die rumgeschrien hat und alle sind in die Zimmer, also in mein Zimmer gekommen und dann meine Arme waren irgendwie so und dann, ja, die Wehen rollen weg, wir müssen sie zurückholen, bla bla bla, ging das alles so hin und her und so. Wo warst du da? Warst du in dir liegend oder warst du oben? Nee, ich war schon liegend, aber ich habe halt alles so ganz entspannt mitbekommen. Mhm. Und dann irgendwann kam das so, dass da tatsächlich so Engel aufgetaucht sind, das waren 4. Und hört sich ja ziemlich bescheuert an, aber es war echt tatsächlich so. Die schwebten dann da auch so vor mir am Fußende rum. Und dann kam irgendwie diese Stimme, hey, willst du uns jetzt hier irgendwie so verscheißern? Du willst jetzt hier doch nicht aufgeben. Du wirst jetzt husten, weil deine Zeit, die Uhr tickt noch für dich. Also die ist jetzt nicht abgelaufen. Und dann habe ich so im Unterbewusstsein dachte ich so, boah, scheiße, ne? Was mal, also wenn ich jetzt huste, reißt mir der Bauch auf. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich haben die ja irgendwie recht, ne? Huste ich mal. Und dann habe ich so übel gehustet und habe so einen schwarzen Brocken rausgehustet. Und dann war irgendwie alles wieder klar. Ich war erstmal völlig so, Dann hast du natürlich dieses Erlebnis von diesen Engeln und du denkst, du hast jetzt irgendwie eine Schraube locker, ne? Hatten die Gesichter? Ja, aber es war alles so, die hatten auch Kleidchen an, ne? Also wirklich, wie du denkst, wie im Film. Völlig abgefahren. Die waren auch klein, die waren nur so groß. Und ja, auf alle Fälle war das irgendwie total schräg und ja, die Narbe haben die dann untersucht, das war soweit okay. Ein Jahr später bin ich halt nochmal operiert worden, weil die Narbe war innen komplett gebrochen. Das heißt, ich habe innerhalb eines Jahres 2-mal den Bauch aufgekriegt, seitdem habe ich auch so Netz und Plastiken drin. Das Schlimmste war allerdings, am nächsten Tag habe ich wieder keine Luft mehr gekriegt. Da hat sich der zweite Pfropfen gelöst, war Gott sei Dank nicht so schlimm. Die haben sofort reagiert. Ich habe wieder abgehustet. Waren Sie dann schneller da? Die war schneller da. Die Krankenschwester hat sich auch damals totale Vorwürfe gemacht, warum sie sich auf den Deal eingelassen hat mit dem Frühstück. Ne? Aber kann ja keiner wissen. So. Und, aber es ist tatsächlich so, dass ich natürlich, wenn ich mich beim Essen mal verschlucke oder beim Trinken, ist natürlich so, ne? Oder geh mir nicht an den Hals. Also so, ne? Manche sind ja so, hey, die drücken dich dann so. Also alle wissen bei mir nicht an den Hals gehen oder einen Schal zu eng. Da habe ich echt ein bisschen Paranoia seitdem. Also das ist der schlimmste Tod ist für mich Ersticken. Und wenn du jetzt einen neuen Partner findest, man berührt sich ja. Sagst du das vorher, du Vorsicht mit dem Hals? Oder ist das dann im Moment passiert das dann? Oder ist das was ganz anderes? Ich bin ja da nicht panisch oder so. Ich werde dann sagen, ey, bitte nicht so am Hals, aber alles gut. Also ich suche mir jetzt keinen, der jetzt da auf Würgespiele steht. Das ist ja mal ganz klar, ne? Das wäre, glaube ich, dann zu hoch gepokert für mich, ja. Du kennst so viele Krankenhäuser von innen. Versuchst du die in deinem Privaten zu meiden, wenn jetzt jemand drinnen liegt und sagt, Mensch, komm ich doch mal besuchen? Nein, ich gehe, aber es ist tatsächlich so, wenn ich ein Krankenhaus betrete, habe ich immer einen Fischermens im Mund, damit ich den so noch einen frischen Atem in der Nase irgendwie so habe. Das ist so. Aber ich kenne natürlich alles. Ich kenne mich halt sehr gut aus. Ich habe ja meinen Vater auch ein Jahr gepflegt und war dabei, als er gestorben ist. Und ist natürlich klar, Krankenhaus ist für mich jetzt nicht so das Tollste. Aber ich muss auch sagen, Krankenhaus hat auch eine gute Seite, weil da sind meine 3 Kinder geboren. Ich versuche das dann wieder mit dem Positiven zu sehen. Du warst beim Tod deines Vaters dabei? Ja. Ich nehme an, es war eine freie Entscheidung? Also er ist, also er lag dann, also mein Vater war Leistungssportler, hat nicht abtrainiert, hat einen Sportunfall, vergrößertes Herz, hat dann irgendwann aufgehört zu rauchen, Hinterwandinfarkt gehabt, ist Diabetiker dadurch geworden und dann irgendwann war er bei der Fußpflege, die hat ihm aus Versehen in den Fuß reingesäbelt. Um es kurz zu machen, eine Amputation, die nächste und dann hat er innerhalb eines Jahres Salamitechnik, 12 Amputationen. Ich habe mich dann sehr intensiv um ihn gekümmert und habe ihn dann eben nach München auch geholt, weil meine Mutter meinte, in Fulda die Krankenhäuser, also da ist irgendwie hin und vorne stimmt da alles irgendwie nicht. Da habe ich ihn nach München geholt, von einem Krankenhaus zum anderen und habe mich da sehr um ihn halt gekümmert und dann hat er sich halt leider in Krankenhauskeim eingefangen. Und ja, dann ist er dann irgendwann mit Fieber und dann war er auch noch hing an der Dialyse jeden Tag. Dann kam halt das Fieber dazu und dann habe ich schon gedacht, boah, scheiße. Ne? Also es ist irgendwie, ja. Und dann war ich halt dabei, ist er halt sozusagen, als ich an seinem Bett saß, ist er halt dann gestorben. Das war dann auch nochmal heftig irgendwie so. Und dann denkst du so, boah, das kann doch jetzt irgendwie nicht sein. Ne? Ja. Wie lief das? Aber er war nicht alleine. Ist das immer langsamer geworden, das Herz oder Schlag? Nee, also ich habe eben noch Champions League angemacht, weiß ich noch ganz genau, ich war ein Mönchengladbach-Fan, die haben gerade gespielt und von daher war es ein Mittwochabend. Und ich habe ihm gesagt, ich gehe mal kurz vor die Tür meine Mutter anrufen, habe ihr gesagt, ey, das Fieber steigt irgendwie, boah, schwierig.
Und er hat dann noch so halt ein bisschen so im Dämmerschlaf irgendwie Fußball mitbekommen. Und dann kam ich zurück, habe mir Brot genommen, was ich dabei hatte, habe ihm noch angefangen, aus dem Pansalik zu lesen. Und für ihn habe ich ihm dann vorgelesen, habe ihm mein Brot gebissen und dann habe meine Hand so drauf gelegt. Ja, und dann auf einmal habe ich nur gesehen, das Auge zuckt, wurde natürlich lippenblau. Und ja, dann ist halt eingeschlafen. Ne? Also für mich war das halt schön, weil er war nicht alleine. Er hätte ja 5 Minuten vorher einschlafen können, als ich draußen war. Aber er hat sich so sicher gefühlt. Ja, und dann war das halt auch so. Ne? Und dann halt Klassiker. Hab die Schläuche abgemacht, die Augen zugemacht, habe ihn halt dementsprechend hingelegt. Und habe dann natürlich auch die Schwestern gerufen und habe die dann auch gesagt, ey, sie gehen mir jetzt nicht dran, ich mache das alles. Ne? Das habe ich dann gemacht, ja. Krass. Ja, ist schon hart, ne? Ja. Ich muss dann auch selber gerade so schlucken. Gott sei Dank, es war es jetzt nicht gestern, sondern es war jetzt, glaube ich, vor 12 Jahren. Und ja, aber ich wollte ihn halt da so begleiten. Ne? Und dein Vater war so ein cooler Typ? Das war ein geiler Typ, ja. Ne? Von dem hatte ich die große Schnauze. Hat offen auch seine Gefühle gezeigt, hat auch mal geweint. Er war sehr groß, ne? Und ich hatte, 2 Meter, genau. Du hattest so anders gesagt, auch im Dorf so, krass, der zeigt seine Gefühle so offen. Und hast gesagt, er kochte fantastisch. Ja, ja, genau. Der stand in der Küche in den 70er Jahren schon mit seiner Schürze und hat den besten Sauerbraten gemacht. Und mein Vater hatte natürlich auch eine große Klappe, eben als Sportler auch. Und ja, das war halt ein cooler Typ irgendwie auch, ne? Ich bin halt auch ein bisschen anders groß geworden. Aber wenn du dann so siehst, dass so ein Mensch, der halt so eine Energie und Power hatte von 2 Metern, immer kleiner wird, Ah, der ist schon zu früh gestorben. Ne? Also der war 66, hätte jetzt nicht sein müssen. Ne? 66. Naja. Wo du eigentlich sagst, mit 66 fängt das Leben erst an. Ja. Ja. Ein Leben für den Sport. Ne? Aber ja. Krass. Ja. Dadurch, dass die Fußmassage... Oh. Ja, einfach mal eben reingesäbelt. Und dann war es auch noch eine orthopädische, beziehungsweise heißt das orthopädische? Ja, ne? Wenn die das machen für Diabetiker. Also es war auch noch eine geschulte. Ne? Ja, da fing alles mit an. Ja, 2 Jahre später ist dann meine Schwiegermutter verstorben. Da war ich dann auch wieder am Bett. Also ich war dann die ganze Zeit am Bett, aber waren wir dann unterwegs und dann ist sie halt auch noch mal gestorben. Und ja, die war halt sehr eitel. Und die habe ich dann noch auch zurecht gemacht, als sie dann gestorben ist. So, von daher bin ich da schon, glaube ich, ein bisschen abgehärtet. Was vielleicht nicht immer gut ist, aber letztendlich weiß ich trotzdem dann das Leben zu schätzen. Ne? Machst du dir Sorgen um den Tod? Um deinen eigenen? Also ich will doch ein bisschen leben. Ne? Also ich habe doch so ein bisschen Bock, was zu erreichen. So. Und für meine Kinder wäre das jetzt auch echt bescheuert, wenn ich mich jetzt schon verabschieden würde. Von daher habe ich jetzt noch Zeit. Mach mir da auch keine Gedanken. Aber auf jeden Fall nicht ersticken, bitte. Wenn du willst, ganz in Ruhe im Schlaf irgendwann. Ich glaube, ja, Uroma ist so. Meine Uroma ist abends ins Bett mit 92 und ist am nächsten Morgen nicht mehr aufgewacht. Das ist entspannt. Wie sieht der Rest deines Jahres 2020 aus? Was hast du vor? Kannst du was verraten? Ja, tatsächlich. Also meine neue Klamottenkollektion kommt jetzt im Herbst wieder raus. Meine Brillenkollektion geht auch weiter. Dann habe ich TV-Projekte natürlich. Ein neues Buch ist am Start und ich schreibe fleißig. Ja, viel Kreatives. Auf jeden Fall auch Fernsehen ist dabei. Ich freue mich auch, dass wir dich wieder mehr sehen. Vielen Dank, dass du zu Gast warst in der Web-Talkshow. Ich danke auch. Danke. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch gilt, die Welt ist ein wunderschöner Ort. Bitte sorgt dafür, dass es so bleibt. Bis morgen. Ja, was ich noch nie in meinem Leben gesagt habe, ist einfach das, was ich noch nie in meinem Leben was nicht gesagt habe. Das ist halt das Problem, weil ich bin ein sehr offener Mensch. Deshalb, das, was ich noch nie gesagt habe, das gibt's, glaube ich, gar nicht. Tut mir leid, Leute.